Der Fall Galeria Kaufhof Karstadt hat uns alle aufgerüttelt, was das Thema Insolvenzen angeht. Ja, Unternehmen, auch große, können noch pleite gehen. Wir hatten einige Jahre damit nicht so viel Probleme. Es wurde 2023 mehr und die Aussicht für 2024 ist, naja, nochmal steigend. Wie kann man sich davor schützen und wie ist das alles einzuordnen? Darum geht es in dieser Folge. Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch. Mir zugeschaltet ist jetzt Ines Scholz. Sie ist Steuerberaterin und Geschäftsführerin von Cheftresor und eine der, naja, ich sag mal, wesentlichen Expertin, wenn es darum geht, sich als Unternehmer vor der Insolvenz zu schützen oder bestmöglich vorzubereiten. Welche Fehler es gibt, welche Ratschläge, das besprechen wir jetzt. Ich grüße Sie, Frau Scholz. Hallo. Hallo, Herr Giersch. Schön, dass wir uns kennenlernen. Ich stelle die erste Frage vielleicht mal so, damit wir die Gesamtsituation einordnen. Es gab 2023, wir haben darüber berichtet, einen enormen Zuwachs an Insolvenzen. Und auch für 2024 sind die Aussichten so, dass die Zahl nochmal steigen dürfte. Wie bewerten Sie das? Wie ordnen Sie diese Zahlen ein? Ja, diese Zahlen sind auf der einen Seite besorgniserregend, weil es ja auch als Mittelstandsbegleiter in der Steuerberatung begleiten wir ja den KMU-Bereich besonders intensiv. Für diese Marktteilnehmer letzten Endes, ja, eine herausfordernde Situation ist. Wir haben eine Pandemie durchlebt und durchlitten. Dort wurden alle nochmal aufgefangen. Alle wirtschaftlichen Indikatoren wurden ziemlich zur Seite gedrängt. Und jetzt stehen wir vor dieser multiplen Herausforderung, dass wir eben halt diese Insolvenzrisiken aus mehreren Faktoren heraus betrachten und begleiten müssen und überlegen müssen, wie können wir entsprechend Unternehmer und Unternehmen sicherer machen. Da steckte schon sehr viel drin in Ihrer Antwort. Die anderen Faktoren, da gehe ich mal rein. Also welche Faktoren belasten denn gerade KMU im Moment auch besonders? Also wir haben das Thema Preiskalkulation in allen Facetten. Die Faktoren der Zinsrisiken und der anderen Kapitalbeschaffung, dass Kapitalbeschaffung wieder schwieriger geworden ist. Wir haben die Inflationsrisiken, dass diese Kostensicherheit, Kostentransparenz eine große Rolle spielt. Und wir haben auch das Thema Fachkräftemangel und letzten Endes eine arbeitnehmerdominierte Fachkräftesituation, dass wir viel stärker als Arbeitgeber attraktiv aufgestellt sein müssen, Fachkräftebedarf trotzdem oft nicht geschlossen bekommt. Also wir haben schon eine Menge an Krisen. Wir hatten das schon mal so ein bisschen rausgearbeitet, dass es insgesamt 7 verschiedene wichtige Faktoren gibt. Hier ist es, glaube ich, eher wichtig, sich mit dem zu beschäftigen, was kann ich als Unternehmer dann wirklich in meiner Situation tun. Also wir als Steuerberater betreuen ja, ich sage mal, unterschiedlichste Branchen und Bereiche. Das Risiko in der Pflege ist ein anderes wie in einem Industriebetrieb oder einem Handwerksbetrieb. Und alle eint aber eins, dass letzten Endes der unternehmerische Anspruch ein höherer geworden ist. Also es war in Sachen Kalkulation, gab es schon einfachere Zeiten scheinbar, wo wir heute wieder mit dem spitzen Bleistift rechnen müssen und überlegen müssen, wie können wir letzten Endes eine gute, solide Kalkulation aufstellen. Und diese alten Tugenden mit Vor- und Nachkalkulationen sind wieder wichtiger geworden. Das Thema Personal ist eins, das hört man gar nicht immer so wahnsinnig oft. Ich glaube aber durch alles, was ich bisher recherchiert habe, gibt es da ja 2 große Themen. Erstens das Thema Nachfolge. Viele haben keinen Nachfolger, machen da eine Suche, haben eine elendig lange Due Diligence eventuell mit einer Private Equity Bude, was auch immer, und vernachlässigen das operative Geschäft oder es gibt intern Unruhe, oder? Also sehen Sie diesen relativ kurzen Weg, Nachfolgethematik, schwierig, über Jahre hinweg wabert da was hin zur Insolvenz. Gibt es diesen Weg? Oder ist das eine übertriebene Sorge meinerseits?
die Sorge ist berechtigt. Das Thema Nachfolge und unerlöste Nachfolge wird ja immer wieder in Medien thematisiert. Da kennen Sie die Statistiken womöglich besser wie ich. Ich glaube, ich habe jetzt was gelesen, halt, dass es mehr wie 400.000 Nachfolgen innerhalb der nächsten 3 Jahre geben würde. Ich bin ja als Fachberater Nachfolge schon über 10 Jahre jetzt entsprechend halt intensiv in dieser Nachfolgekonzeption drin. Und ich stelle immer wieder fest, es geht immer um das Thema stabile Unternehmenskennzahlen zu schaffen und eine Unternehmensstabilität in allen signifikanten Leistungsbereichen darstellen zu müssen. Also die Braut hübsch machen spielt für einen Nachfolgeprozess eine Rolle, dass das Thema übergabefähiges Unternehmen geschaffen werden muss. Und möglichst sehr unabhängig von einzelnen Personen hin zu einer stabilen Unternehmensorganisation, die in welcher Nachfolgeform auch immer dann geschaffen werden kann. Also es gibt ja auch neuere Konzepte, dass wir halt hergehen können. Es spricht nichts dagegen, das sogar eine Familienstiftung oder eine Genossenschaft dann einzubringen. Also dass es halt die Personalie das entscheidende Thema ist, das glaube ich eher nicht. Das Thema Fachkräftemangel und Nachfolge spielt insofern eher eine Rolle, dass ungeklärte Unternehmensnachfolgesituationen oftmals in kleineren Unternehmen dazu führen, dass die keine Fachkräfte mehr gewinnen und die guten Fachkräfte verlieren, weil jeder Mitarbeiter feiert den Geburtstag seines Chefs sehr bewusst und weiß genau, wie alt der Chef ist. Und wenn so ein Unternehmenschef vergisst, seinen Mitarbeitern die Perspektive aufzuzeigen, wie es ohne ihn weitergehen kann, dann ist es nur denklogisch, dass dort die Mitarbeiter durchaus andere Pläne entsprechend für sich verfolgen. Also erstes wesentliche Learning natürlich, die Nachfolge rechtzeitig anzugehen. Das ist eine Binse, aber das machen viele nicht. Deswegen müssen wir das nochmal so klar sagen und auch dran denken, dass das natürlich viele Fachkräfte sehen, wenn es eben nicht so richtig gut passiert. Das Zweite ist, aber da will ich auch nochmal drauf raus, welche Rolle der Staat und die Gesetzgeber eigentlich spielen. Also es gibt ja seit Januar 2021 das Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen, das berühmte STARUK. Das kann man sich mal so herrlich merken oder auch nicht. Gibt das den Firmen wirklich mehr Sicherheit und vor allem auch die nötige Sicherheit vor Krisen und natürlich auch der Insolvenz? Ich sehe das eher kritisch und mit Vorbehalten, aber aus der Brille der unternehmerischen Perspektive und auch aus der Brille der Berater. Man hat hier mit Sicherheit was Gutes gewollt, aber wie das so ist mit einem Gesetz zur Regulierung und Stabilisierung, dass wir damit womöglich wieder eine neue Vorschrift haben, die es, glaube ich, nicht gebraucht hätte. Das Thema Risikomanagement war schon immer präsent für alle Unternehmensinhaber und GmbH-Geschäftsführer. Und wir haben hier Sondervorschriften, die die Haftung nochmal verschärfen und allen Unternehmern diese Pflicht des implementierten Risikomanagements auferlegen. Und dieses Risikomanagement im praktischen Alltag gut zu etablieren und den Anforderungen Genüge zu tun, das ist so eine ganz wichtige Pflicht der Unternehmenslenker und wird aber in der Praxis zu wenig, ich sag's mal, als Alltags unterstützende Funktionen angeboten. Was nützen es die Haftungsvorschriften und die Handelsrechtsvorschriften, die wir alle haben, sind durchaus sehr umfangreich und hätten als Rahmen für meinen Geschmack genügt. Ich glaube, dass unser Gesetzgeber dort was Gutes wollte und hier aber den praktischen Umsetzungsteil vergessen hat, an die Hand zu geben. Soll ja auch schon öfter mal vorgekommen sein, sag ich schnippisch. Das andere ist ja, was der Unternehmerin, Die zweite Frage ist ja, was die Unternehmerin oder der Unternehmer tun können. Ich sage es mal so, bei Naturkatastrophen, bei allem Möglichen gibt es Frühwarnsysteme auf dieser Welt. Unternehmen haben das nur bedingt beim Insolvenzschutz, oder? Naja, wenn wir Frühwarnsysteme etwas weiter definieren und überlegen, was haben wir denn in den Unternehmen? Wir haben immer eine funktionierende Buchhaltung, wir haben immer eine funktionierende Lohnabrechnung. Wir haben, wenn wir Kredite beantragt haben, entsprechend halt Kriterien, nach denen wir bei den Banken bewertet werden.
Und dann haben wir bei dem, was ich Ihnen jetzt aufgezählt habe, mit Sicherheit schon also ich würde jetzt mal sagen, fast die Hälfte der Risikokriterien, die relevant sind, auch im Bereich von Storuk erfüllt, wenn wir es schaffen, dass die Daten so aufbereitet werden, dass sie zur Steuerung geeignet sind. Also meine These ist ja ohnehin, dass wir anhand der ohnehin vorhandenen Daten einfach unsere Sicherheitsnetze besser stricken müssen. Also wir sollten diese auferlegten Pflichten, die wir haben, indem wir eine Bilanz erstellen, eine Buchhaltung erstellen, eine Lohnabrechnung erzeugen, letzten Endes die nächsten Schritte zur Krisenfestigkeit von Unternehmen benutzen. Frage ist genau wie. Also es gibt ja jetzt auch in Bälde eine Pflicht zur E-Rechnung. Das ist für Sie als Steuerberaterin natürlich auch wichtig. Ende des Schuhkartons habe ich über das Stück geschrieben, weil es natürlich auch von der Zettelwirtschaft ein bisschen ablenkt. Ist das auch ein kleiner Mosaikstein, wo man sagt, ja, diese, ein Stück weit auferzwingende Digitalisierung des Rechnungswesens, auch für KMU, also wir reden ja jetzt wirklich von Kleinst- und mittleren Unternehmen, die das ja noch nicht, bei weitem nicht immer so machen, Das geht in die richtige Richtung, auch wenn Sie sagen, von Daten aufbereiten, da braucht man sie ja erstmal für. Ein Datensatz auf dem Zettel ist halt was anderes als in einem ordentlichen Software-Tool, oder? Genau. Also ich glaube, das Thema Digitalisierung sollten wir alle dafür benutzen, dass es einfacher wird und dass wir diese Datentöpfe, die wir haben, so miteinander verbinden, dass daraus Mehrwert geschaffen wird. Aktuell leiden wir ja alle darunter, dass jeder Datentopf einzeln irgendwo halt in sich konsistent erzeugt ist und wir halt diese Adapter für die einzelnen Datenbereiche ab und an noch nicht ganz intelligent vernetzt haben. Meine Grundthese hier steckt wirklich darin, das Geschenk der digitalen Daten zu nutzen und zu überlegen, halt mit welchen Verknüpfungen und mit welchen Datenkombinationen kann ich Sichtachsen auf die verschiedenen Bereiche nehmen. Und E-Rechnung ist so ein gutes Beispiel, wo wir alle noch nicht wissen, wie ist es jetzt wirklich umgesetzt. Schaffen wir das halt im Jahr 24, die Weichen dahingehend zu stellen? Da sind wir ja auch abhängig von den Entscheidungen der EU. Wenn das aber alles mal irgendwo halt geklärt ist und wir an diesem digitalen Thema, ich sag's mal, diese Pflicht haben, das zu erledigen, dann sollten wir aus der Pflicht eine Tugend machen und überlegen, was kann ich als Unternehmen aus diesem Datenbereich an Mehrwert erzeugen. Also die Grundidee, die wir in der Steuerberatung hier mit Cheftresor haben, ist ja genau dieselbe, dass wir überlegen, mit welchem Datenschatz sind wir letzten Endes ausgestattet und wie kann ich Daten so intelligent auserzählen, Analysen, Reports daraus erzeugen, dass das ein oder andere im CRM vielleicht dann genutzt werden kann. Also ich glaube, es kommt jetzt wirklich so ein Stück weit drauf an, dass die Weichen eher so gestellt werden sollten, dass die Verantwortlichen mehr und mehr in, ich sag's mal, bereichsübergreifenden Konzepten denken müssen, statt jeder im Grunde eine Einzellösung zu machen, wenn E-Rechnung halt einzeln kommt, wenn GOBD-konforme Buchhaltung anders ist, die Storuk-Vorschriften sagen, wir brauchen ein Risikomanagement. Das sind alles wunderbare Teile, die es gut meinen mit uns, aber wie wir es umsetzen sollen, das sollten wir eben halt ziemlich pragmatisch als Unternehmen überlegen, wie kann ich das miteinander orchestrieren. Dann wird's gut. Jetzt haben wir natürlich diese Ebene der Daten und Fakten und es gibt natürlich eine Mentalitätsebene. Jetzt haben wir diese Ebene der Daten und Fakten und wir haben die Mentalitätsebene. Inwiefern schadet es natürlich, dass die Insolvenz auch zu spät angemeldet wird? Auch wahrscheinlich, weil man das ja auch dann rauszögert und nicht wahrhaben will und was der Kopf dann eben auch für Streiche spielt. Wäre es für ganz, ganz viele Unternehmen nicht viel sinnvoller, diesen harten Moment eher zu machen, um dann aber auch schneller wieder fit zu werden, sage ich mal so platt? Aus meiner Erfahrung ein ganz eindeutiges Ja. Wenn die Situation es gebietet, dass die Insolvenzantragsgründe vorliegen, dann sollte man relativ zügig entweder nochmal Rat einholen, indem wir diese Aktenlage soweit für sich halt geklärt hat, aber mit einer vernünftig eingeleiteten Insolvenz bin ich viel schneller wieder handlungsfähig und werde frei, weil dort sehr viele
Hürden, die wir früher hatten, ja schon abgebaut sind. Dass wir halt eine kürzere Zeitraum, um letzten Endes aus diesem Insolvenzverfahren wieder herauszukommen. Und auf der anderen Seite die persönliche Haftung immer schlimmer wird. Also die persönliche Haftung geht nach Storuk ja sofort ab dem Moment los, wo ich die Kriterien gerissen habe und kein Risikomanagement vorweisen kann. Und damit habe ich eine viel längere Zeit mich in die persönliche Haftung begeben. Und diese persönliche Haftung, die halt nach Storuk hier entsprechend formuliert ist, die macht es ja auch eher gefährlich. Deswegen sich mit dem Thema Insolvenz auseinanderzusetzen, sollte jedes gestandene Unternehmen zumindest mal durchgespielt haben, dass die Kriterien bekannt sind, um dann, ich sag's mal, diesen Plan einfach für sich selber zur Seite zu legen und zu sagen, kann mir nicht passieren. Aber ich habe darüber nachgedacht. Also plötzlich und überraschend Insolvenz passiert, glaube ich, keinem Unternehmen. Und es gibt diese berühmten Krisen, die halt dort der Reihe nach erst entstehen, von der Strategiekrise bis zum Schluss halt zur Liquiditätskrise haben wir ja da die 5 Stufen. Aber das Wichtigste ist hier tatsächlich Wissen. Denn dieses Wissen zu haben, wie im Ernstfall halt eine Insolvenzprognose gestellt wird, das hilft jedem Geschäftsführer, ruhiger zu schlafen. Ein sehr schönes Schlusswort, wie ich finde. Ines Scholz war da, Steuerberaterin und Geschäftsführerin von Cheftresor. Vielen Dank Ihnen. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Ich sage immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächsten Freitag. Tschüss. Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.